Bei einem Drohnenangriff auf den Flugplatz der nordwestrussischen Stadt Pskow sind offenbar mehrere Transportflugzeuge der Armee getroffen worden. Das bekräftige der Gouverneur des Gebiets Pskow, Michail Wedernikow, auf Telegram. Zudem fügte Wedernikow ein kurzes Video hinzu, auf dem man eine Explosion höre und Feuerschein über dem Flugplatz wahrnehmen könne. Im Ergebnis der Drohnenattacke sind 4 Flugzeuge Iljusin Il-76 beschädigt worden. Es entstand ein Brand, das Feuer erfasste 2 Flugzeuge. Verletzte soll es bei der Attacke keine gegeben haben, teilte Gouverneur Wedernikow mit. Bisher ist nicht klar, von welchem Standpunkt aus die Drohnen gestartet wurden. Bei einem Angriff aus der Ukraine hätten die Drohnen eine Strecke von mindestens 800 Kilometern über russisches und belarussisches Territorium auf sich nehmen müssen. Nach dem Angriff auf dem Militärflugplatz sollte sie vermuten britische Geheimdienste, dass die Drohnen von Sabotagetrupps in Russland abgeschossen wurden.